Oh, ihr lieben Zuschauer, ich hoffe, ihr alle liegt schon auf der Lauer. Denn heute werden wir gemeinsam schlauer. Denn heute Aufnahme Nummer 6, glaube ich, soweit ich es gezählt habe, hier in Minecraft. Tatsächlich bin ich wieder mal nicht zu Hause. Das ist mal wieder mein Laptop, auf dem ich hier rumdaddel. Ich bin in der Schule. Tatsächlich, man mag es nicht meinen, auch ich gehe auf die Schule. Ja, ich habe Bildung, habe ich genossen und genieße ich auch immer fort. Ja gut, das ist wieder mal der. Da schwebt ein Apfel vorm Fenster. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hoffe, ihr habt genauso wie ich auch diesen Schauder von der letzten Aufnahme von euch gestriffen. Hildegard ist nicht die Wald nicht mehr unter uns. Zumindest doch im weltlichen Sinne weilt sie noch unter uns, aber sie ist im Kittchen. Die haben sie weggesperrt, Zwangsarbeit, alles drum und dran. Sie darf sich unserem Hause nicht mehr in einer Entfernung von um die 10, 20 Meter nicht mehr nähern. Die hat einen richtig, richtigen Verweis, hat sie erfahren von den Gesetzeshütern unseres guten Deutschlands. Und ja, jetzt sind wir hier wieder in Minecraft in der Schule, hier im guten Albert-Einstein-Gymnasium. Und wenn ich mal auf den Stunden, ich guck mal kurz auf den Stundenplan, hab jetzt gleich 2 Stunden Deutsch. Also eine Doppelstunde schön Deutsch-LK. Das mag uns gefallen. Und ja, was machen wir denn im Deutsch-LK? Was bauen wir denn? Ne? Es geht ja hier nicht ums Lernen, es geht ja ums Bauen. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Stein. Pflastersteine müssen wir ernten. Deshalb würde ich sagen, gehen wir doch direkt gleich nochmal zum Stundenanfang. Gehen wir nochmal, guck mal, wir haben ja Spitzhacken, das ist ja ein Sortiment, da kann man einen richtigen Baumarkt mitfüllen. Nämlich die ganzen Spitzhacken schulter ich jetzt erstmal wieder alle und gehe dann mal wieder zurück in das schöne Dschungel-Idyll, was wir da geschaffen haben. Unsere kleine Dschungelbar soll das ja mal werden. Das haben der liebe Christian und ich haben uns das überlegt, wir bauen eine Dschungelbar. Kann man ja auch hier im MySpace Minecraft natürlich. Universum kann man auch mal eine Bar, kann man auch gebrauchen, oder? Ich denke so, ab und zu mal was trinken gehen, ne? Natürlich mit den ganzen Freunden, die man damals auf MySpace getroffen hat, die nehmen wir alle mit und gehen dann was trinken hier in Minecraft. Genau, jetzt sind wir bei Minecraft. So, dann gehen wir uns mal auf den Weg hier. So, und dann gucke ich mal auf die Uhr. Ach Gott, dann fängt das jetzt gleich auch die ganze Show an. Oh nein. Jetzt klingelt's auch noch. Ja, ich spiele einfach unauffällig weiter. Wird schon. Wird schon. Oh Gott. Ja, servus, guten Morgen, alle miteinander. Guten Morgen, Herr Obermeier. Ah, das ist aber schön. Ihr kennt meinen Namen inzwischen. Ja, wir haben sie auch schon seit 5 oder 6 Jahren in Deutsch. Ach, ihr seid zwar richtige Lausburden. Ich zieh die Axt, Herr Obermeier, eine Spinne. Na, zieh die Axt und mach die Spinne tot. Ja, sag mal, was spulst denn da wieder für ein Blödsinn? Was ist denn das? Das ist Minecraft. Minecraft? Und hat das irgendwas mit Kraft, Stärke oder Provokation oder auf die Fresse hauen oder irgendwas zu tun? Was ist denn das, sag mal? Natürlich, mit Bildungskraft hat das was zu tun. Ah, Bildungskraft, ja, mein lieber Kurando, das gefällt mir natürlich. Das weiß ich doch. Herr Lehrer, ich will Ihnen noch immer gefallen, ja? Sie wissen's ja. Wissen ist Macht. Das ist ja gut. Sie ist ein richtiges Vorbild. Das würde ich mal heute sagen. Ah, danke, das höre ich gerne. Das höre ich wirklich gerne. Meine lieben Lausburen, meine lieben Schüler. Wie schaut's aus? Habt ihr denn richtig Bock, was zu lernen? Ja, natürlich. Ich frage euch noch einmal. Habt ihr richtig Bock, was zu lernen? Ja, yeah, haben wir, klar. Schmarrn ist das. Ich kann euch nicht hören. Ja, yeah, natürlich. Dürft ihr euch noch fragen? So ist es. Obermeier. Schön. Das gefällt mir sehr gut. Ja, dann würde ich erst einmal die Namensliste verkünden. Mal schauen, wie denn der alles da ist. So, dann fangen Sie mal an. So, hier haben wir den Gustl Heutere. Ist der Gustl Heutere da? Ja. Die Elfriede Schmauskur. Ja, Elfriede Schmauskur, ja. Hier haben wir den Sepp Deppmeier. Ja, Sepp Deppmeier. Ja. Achter, hier ist der Alois Kuster Schulz. Der ist krank heute. Der konnte nicht, der konnte nicht. Der Alois, der gute. Magen-Darm-Grippe. Aber die ist natürlich. Geht um. Das sehr ist dramatisch, ja, da müsst ihr halt aufpassen. Wie gesagt, wascht euch immer schön die Hände, geh. Nach dem Verzehr von, was weiß ich, irgendwelchen Lebensmitteln oder so. So, da haben wir den Corando. Der Corando, ja, da hier ist er, ja. Der Corando, ein sehr fleißiger Schüler. So,
Dann haben wir die Elsbeth Holz vor der Hütten. Haben wir die irgendwo? Elsbeth Holz vor? Ja, da ist er. Die Elsbeth. Ach, scheines Dirndl hast du heute an. So, und dann haben wir noch den. Den Schruppenmeister. Wer ist Schruppenmeister? Ja. Ah, da ist er ja. Schruppen. Jawohl, Schruppen. Ja, da würde ich noch sagen, da haben wir noch als letztes die gute Gundel Steiermark. Ja, die Gundel Steiermark. Ja, sehr schön, da ist sie. Mit den roten Haaren hat sie auch richtig schön Zöpfchen gemacht. Das gefällt mir gut. Ja, da würde ich sagen, es sind ja alle da. Das ist wunderbar. Und ich würde sagen, jetzt werden wir ein bisschen was lesen. Ja, okay, ich habe da so, das ist so schön. Ein paar Märchen von dem Johann Wolfgang von Goethe mitgebracht. Oh, Sie sind ein Schatz, Herr Obermeier. Das ist doch, das gefällt uns Schülern. Ja, da würde ich heute mal sagen, da werde ich euch daraus erst einmal ein paar richtig wertvolle und preisgekrönte Zitate erst einmal vorlesen. Das sind wirklich also sehr erlesene Werke vom allerfeinsten. Wir spitzen ganz enthusiastisch die Ohren, Herr Obermeier. Na, das will ich einmal hoffen, geh, sonst gibt's was auf die Goschen, geh. Au! Das war ein Zeichen, oder? Das Spiel will sie hören. Jetzt kommen sie raus, hauen sie raus, die guten Floskeln, die schönen Aphorismen. Das du gute Wort. Erst einmal die Spur einstellen, geh und mir erstmal ein bisschen zuhören. Und ihr anderen natürlich auch alle miteinander. Das war ein Frosch im Holz. Aber jetzt lese ich erst einmal ein bisschen vor. Und wie gesagt, seid ganz Ohr und ich bitte um äußerste Ruhe und Diskretion. Yeah, ja, selbstverständlich, Herr Lehrer. Immer ja, gerne. So, Leute, lasst buren. Ohren gespitzt, aufpasst. Jetzt lese ich ja vor. An dem großen Flusse, der eben von einem starken Regen geschwollen und übergetreten war, lag in seiner kleinen Hütte müde von der Anstrengung des Tages der alte Fährmann und schlief. Mitten in der Nacht weckten ihn einige laute Stimmen. Er hörte... Herr Obermeier? Ja, Corando? Was waren das für Stimmen, die ihn geweckt haben? Ja, das will ich ja mal weiterlesen. Du musst halt ein bisschen zuhören. Der hat halt irgendwelche Stimmen gehört. Der Ach so, das kommt noch. Ach ja, gut. Es geht weiter. Jetzt passt er mal auf. Wo war ich heute stehen geblieben? Ah ja. Die Stimmen. Einige laute Stimmen. Er hörte, jetzt pass auf, dass Reisende übergesetzt sein wollten. Als er vor die Tür hinaustrat, sah er zwei große Irrlichter über dem angebundenen Kahne schweben, die ihm versicherten, dass sie große Eile hätten und schon an jenem Ufer zu sein wünschten. Herr Obermeier? Herr Corando, was ist denn los? Du musst mich heute nicht immer unterbrechen, aber was hast du denn schon wieder? Ich bin ja gerade auf eine Eisenader gestoßen hier im Spiel und wollte fragen, warum klingen Sie so? Sie klingen so angestrengt. Ich krieg gleich so eine Holzschlagader, wenn du nicht da Goschen hältst. Ich wollte heute was vorlesen und den anderen Schülern natürlich auch. Jetzt pass auf. Entschuldigen Sie. Auf Post. Der Alte säumte nicht, stieß ab und fuhr mit seiner gewöhnlichen Geschicklichkeit quer über den Strom. Indes die Fremden... So, meine lieben Zuschauer, lassen Sie den Herrn Obermeier einfach weiterreden. Sehr behenden Sprache. Der wird jetzt wahrscheinlich noch eine Zeit lang lesen. Ich habe auf jeden Fall jetzt Eisen gefunden, 14 Eisenerz und ordentlich viel Pflasterstein. Die werde ich jetzt erstmal zu Treppen bauen. Die brauchen wir ja fürs Dach dann noch. Auf den Rändern und Bänken. Bald so, auf dem Boden des Korns. Dann haben wir erstmal ordentlich was an Treppen. Hüpfen. Das haben Sie aber schön gemacht, Herr Obermeier. Wirklich, das war fantastisch. Danke für diese Passage. Dankeschön. Ich habe das sehr mit viel Leidenschaft und Gefühl vorgelesen, falls es euch eingefallen ist. Haben Sie. Das sind sehr bewegende Worte. Ich muss da heute mit meinen Tränendrüsen kämpfen.
und ich möchte, dass ihr es richtig vernommen habt und in euren Herz, in euer Herz geschlossen habt. Das haben wir sicherlich alle. Vor allem die gute Elfriede kämpft auch mit den Tränen. Sehen Sie sich an, Herr Obermeier. Sie haben sie richtig berührt. Die Elfriede, ja, ich weiß, die Elfriede ist einer meiner Lieblingsschülerinnen. So wie du. Eine Na, meiner was ist das? Herr Obermeier, da komm. Was sind denn da? Ja. Ja. Himmelsakrament noch einmal. Du musst da nicht so einen Krach machen. Das bin ich nicht. Das sind irgendwelche Wesen. Das was sind, ist das denn für ein Lärm? Ist das? Das ist ein Schmarrn. Das sind texturlose Zombies anscheinend. Ich baue mir mal ein Schwert. Ja, du bist auch so ein texturloser Zombie. Ich geb dir da gleich. Geh. Gleich, wir können gleich den Unterricht weiterführen. Ich muss erst. Ich glaub das nicht. Sag einmal, Corando, du bist zwar einer meiner Lieblingsschüler, aber treib's nicht an die Spitze. Ich kann dir ruckzuck einen Verweis ausschreiben lassen. Aber gucken Sie sich das mal an, was jetzt mit dem passiert, Herr Obermeier. Also, Sie als gelehrter Pädagoge müssten doch mit sowas umzugehen wissen. Also, diese Spiele, das ist gar nicht meine Art. Und ich würde einmal sagen, das gehört auch nicht zum Unterricht, meine lieben Leute. Wie gesagt, das gilt an die anderen Schüler. Nehmt euch an den Buren in dieser Hinsicht gar kein Beispiel. Denn das ist ein richtiger Schmarrn. Und das nächste Mal, mein Lieber, du, da kriegst du... Ich bin gestorben. Da kriegst du einen blauen Brief nach Hause. Ja, ich sterbe auch gleich, und zwar an einem Herzinfarkt. So, meine Lieben, jetzt geht's hier weiter im Text. Wir machen, ich habe ein paar Buchstabierfragen an euch. Eine Sekunde noch, Herr Obermeier. Dieses Skelett ist unbesiegbar. Das kann doch nicht wahr sein. Und zwar, wer möchte mir denn das erste Wort buchstabieren? Was, wir machen jetzt Buchstabieren? Ja, wer möchte mir das erste... Ja, ich, erste? Ich mach das. Ja, Corando. Gerne, gerne, gerne. Pass auf, du wirst mir jetzt ein Wort buchstabieren, schön langsam und deutlich. Dieses verdammte Skelett ist unbesiegbar. Damit gibt's nicht. Alle hören. Ja, jetzt hörst mir aber mal zu. Ja, ich höre. Bin ich auch gleich unbesiegbar. Das sind Sie sowieso, Herr Obermeier. Du wirst Herr Obermeier. Mir jetzt das Wort Ende buchstabieren. Ente? Nein, Ende. So wie die unendliche Geschichte. Die Ente. Ja. Nein, nicht Ente. Ende. Wie, das ist das Ende der Geschichte. Ja, Ende. Ja, das Wort Ende sollst du jetzt mir bitte buchstabieren. Okay, los. Wie wird das geschrieben? E-N-D-E. Ja, super. Ich hab es ja gleich gewusst. Ja, der Corando, das ist ein richtig pfiffiges Kerlchen. Der macht mir immer Freude, der Bub. Geh? Und aus dem, das weiß ich auch hundertprozentig, aus dem Buren, aus dem wird er mal später was. Oh, vielen lieben Dank, Herr Obermeier. Das geht runter wie ganz eiglattes Öl. Mein Schlund herunterfließen würde. So geht das, das gleitet. Jetzt habe ich noch eine schwierige Aufgabe für euch. Und zwar, ihr werdet mir jetzt das Wort Reaktion rückwärts buchstabieren. Na, Herrschaften, wer traut sich? Reaktion ist das Wort. Und das musst du mir das muss einer von euch mir rückwärts buchstabieren. Da passe ich glatt. Wer traut sich das? Da passe ich, das mache ich. Wer traut sich das? Na gut, wenn das zu schwer ist, habe ich noch ein einfacheres Wort, meine lieben Schüler und Schülerinnen. Und zwar das Wort SOS. Das müsst ihr mal halt rückwärts buchstabieren. Das kommt aus dem Englischen und heißt Save Our Souls. Rettet unsere Seelen. Das ist so eine Art, ja, so wie eine Art Hilfecode, wenn man schiffbrüchig ist oder so, oder halt mal andere Hilfe benötigt, oder man diese Leuchtpistolen abfeuert, damit der Helikopter sieht, ah, da sind sie, das SOS-Signal ist gerade abgefeuert worden. So, meine Lieben, ich glaube, das sollte uns jeden ein Begriff sein. Wer traut sich dieses Wort, dieses doch einfachere Wort, sage ich mal, rückwärts zu buchstabieren? Wer hat denn den Mumm dazu? Na, keiner? Herr Obermeier, ich glaube, das übernehme ich jetzt. Corando, wie immer, bitte sehr. Ich bin ganz ohr.
SOS. Denk nach, lass dir richtig Zeit, denn du weißt ja, schnell, schnell und da kommt gar nichts zustande. Da lass dir lieber Zeit und mach es halt richtig. Okay, ich versuche es. SOS. Ja, sehr schön. Also, ich hätte es selber besser nicht formulieren können. War das richtig? Ich sage ja, der Kurando, meine lieben Herrschaften, das ist ein richtig pfiffiges Kerlchen. Jetzt habe ich mich verbaut leicht. Das gibt's doch gar nicht, oder? So ja. Einen kleinen Baufehler? Na, sag mal, du sollst dich ja mehr auf den Unterricht konzentrieren. Das ist da Unterricht. Deine Steine da bauen, Lego oder was das ist, irgendeine Lego-Welt. Ja, baust jetzt das Schloss Neuschwanstein oder was soll denn das sein, sag mal? Nee, das ist, ich baue gerade Goethes Faust nach. Du? In Blöckchenformat. Also, Goethes Faust. Ja. Ach, das ist so schön. Das ist... Das ist was nach Ihrem Geschmack, oder? Das ist wirklich schön. Und ich will diese Geschichte hier weitererzählen. Ich will kreativ mich entfalten, Herr Obermeier. Ja, ich sage mal, pass mal auf, mein Lieber. Die Prüfung kommt bald. Ich sag mal, wenn du das vereinen kannst und so ein Multitasking-Talent hast, dass du spielen kannst und mir im Unterricht folgen kannst und dich später in deinen Prüfungen mit Einsen abschließt, dann zieh ich einen Hut vor dir. Aber wenn du da spielst und deine Noten dadurch vernachlässigt werden, und dann werde ich mit dir ein bisschen ins Gericht gehen müssen, weil du bist einer meiner besten Schüler und ich will halt, dass du da Talent beibehältst und nicht durch solche Spiele adeppert wirst. Verstehst? Das schaffe ich locker. Locker, was denken Sie von mir? Natürlich. Na, das würde ich heute sagen.